Mahlzeit Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Ich habe es angekündigt am Ende der letzten Folge. Ich steige hier wieder ein. kurz vor dem Ziel und den Rest machen wir jetzt zusammen. Wir wollen uns das Ganze mal angucken, wie wir uns hier anschleichen. Ich bin ein bisschen geritten, wie man sehen kann. Also ich kann euch das nochmal kurz auf... Ups, das war die Perspektive, sorry. Ich kann euch das nochmal kurz auf der Karte zeigen. Dieses Stückchen sind wir jetzt hier geritten. Und es war übel lange. Oder nee. Hier sind wir hergekommen. Hier sind wir lang geritten und es hat so lange gedauert. Ich will mal gucken, dass ich auf dem Rückweg woanders lang gehe. Fahre. Reite. Ja. Das Ding ist, ich habe mittlerweile meine zwei Hirsche gejagt und habe eine neue Aufgabe gekriegt. Ich soll quasi Hasen jagen. 5 Stück. Und einen habe ich schon erwischt. Vom Pferd aus. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Ich würde ganz gerne mein Pferd hier irgendwo anbinden. Geht das hier? Hier geht es nicht. Da vorne reiten gerade zwei Leute weg. Hier sind noch so Wildgänse. Okay. Vielleicht lasse ich den Gaul hier einfach mal stehen. Was ihr hier auf dem Rücken von meinem Pferd seht, es ist tatsächlich, ich habe ein Krokodil gejagt. Oder vielmehr ein Alligator habe ich gejagt. So, und jetzt soll ich die Alte befragen. Ich weiß halt nicht, wie es abläuft. Muss ich die erst irgendwie fesseln, um die zu befragen? Und wenn sie dann schlecht antwortet, dann erschießen? Oder wie habe ich es hier? Ich wähle erstmal meinen Revolver aus. Okay. Komm, muss ich hier eigentlich überhaupt so geduckt gehen? Ich gehe einfach mal ein bisschen schneller. Wenn irgendwas auf mich zukommt, kann ich ja vom Kontrollpunkt neu starten, aber... Ich würde es eigentlich doch schon ganz gerne normal erledigen hier. Wollen wir mal gucken. You there? Oh, hello. You a bounty hunter? Not right now, I ain't. Oh, ich bin immer noch dreckig. Black Bear? I'd like to talk to you about your Wild West days. Black Bear. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell him you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them, neither. And fighting? Yeah, if it's just me against them, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here, quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Come on. Sinton. Oh, come on. Stop just there. Okay, ich mach es. Ich mach es, ich mach es. Und ein bisschen verstecken. Das war's? Oh nee, andere Seite, andere Seite. Wow, es geht. Ich treffe nicht richtig. Ey, gehst du wohl in Deckung, Bruder? Und nochmal. Nachladen. Rechts kommen noch mehr. What the fuck? Back to the front. Mein Hut. Alter, was?
Ei, Bruder. Oh, der war knapp. Und wo schießen sie denn noch? Ach, da. Oh, das sind ganz schön viele, Mann. Black Bell, she's right. That's it. Is that the last one? Yeah. You got them scalp hunters off your back. For now. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, the man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Mm-hmm, okay. What were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture, too, if it ain't a trouble. No, sir. No trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and... let me get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? Handmodus. Zoomen. Okay, Fotos ansehen, Fokussperre aktivieren. Zoom. So. Gehen wir ein bisschen zurück. So. Okay, I got it. And I guess I'll be on my way. Yeah, okay. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Yep. Good luck. Mission abgeschlossen, Black Bell. Okay. Ich glaube, hier sind definitiv einige Typen, die ich noch untersuchen könnte. Plündern, ja. Was liegt denn da vorne? Is that a horse? A wood. That is a horse. Okay, wir haben die Aufgabe erfüllt. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Ja, jetzt können wir hier natürlich noch ein bisschen plündern, ne? Ich kann nicht alle gefundenen Gegenstände bei mir tragen. Pearson. Waffenöl. Wow, er versinkt richtig im Schlamm. Lol, wie krass. Okay, komm, wo ist denn mein Horse? Ist hier vorne? Kann ich hier irgendwie noch was... Zigarettenbild? Umdrehen. Berühmter Revolverhelden. Dead Eye, du hast 50% Fortschritt erreicht. Cool. Nehmen, was war denn das? Kekse. Schrank auch nochmal untersuchen. 4 Kekse, nicht schlecht. Im Schrank war nichts. Schrank untersuchen, Zigarettenbilder. 2 von 12. Gemahlenen was? Gemahlener Kaffee, nice. Ja, ansonsten, hier vielleicht noch, schwarzgebrannter. Wow, Dynamite. Zumindest sah es gerade so aus. Durchsuchen, was war's? Truhe. Das ist wahrscheinlich wichtigste hier in dem ganzen Ding. Nehmen, Kekse, wow. Dosengemüse ist auch noch am Start.
Schön, dass wir das alles nehmen können. Mit dem Dosengemüse können wir auf jeden Fall unsere Ausdauer wieder hochpushen. Pushen. Oh, hier steht noch ein Schreibtisch, oder was ist das? Oh, there is a knife. Okay. Lol. Kannst du da nicht rüberspringen? Oh, hier liegt mein Hut. Das ist wirklich wichtig. Meine Kopfbedeckung. Und irgendwie sollte ich tatsächlich mal dran denken, zu schwimmen. Jetzt laufe ich die ganze Zeit noch mehr durch den Matsch. Wo fuck geht? Was ist denn da vorne? Ist das mein Pferd da hinten? Ist das so weit abgekommen von dort, wo ich es festgemacht habe? Das kann natürlich sein. Okay, gut. Moin, moin. Ja, dann lass uns mal auf die Karte gucken. Ach nein, ich bin doch schon wieder deppert. Ich muss L1, Gegenstände, Pferd. Nee, ich muss vom Pferd runter, so war es, ne? So in meine Taschen gucken. Flap, 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 flap. Wo war es denn? Hier zum Beispiel. Zigarettenbilder. Rezeptbroschüren. Hey. War es hier? Bild 10, Bild 6. Nee. Ah ja, Billy Midnight. Umdrehen. Lesen. Bla bla bla. Billy Midnights letzter bekannter Aufenthaltsort ist auf der Karte vermerkt. Nein, wir ruhen uns jetzt nicht aus. Wir gehen hier schön drauf. Und jetzt gucken wir mal auf der Karte nach, wo der Bursche sich rumtreibt. Das ist ganz schön weit. Da kommen wir gut rum, ey. Aber gut. Mit L3 eine Markierung setzen. Wegpunkt. Wegpunkt. Okay. Ich habe mir den Wegpunkt markiert. Theoretisch müsste ich ja jetzt auf die Kinokamera drücken können und er würde einfach nur folgen, oder? Das ist die Kinokamera. Zack, schwingt er sich wieder auf den Weg zurück. So. Wenn ich das jetzt richtig erkannt habe, würde es eine Ewigkeit dauern, bis ich da jetzt angekommen bin. Wenn ich das so machen würde. Ich könnte quasi sequenzenmäßig ein bisschen was rauscutten. Müsste ich theoretisch auch machen in dieser Folge. Aber das ist schon echt krass, wie man das Spiel dadurch halt in der Länge halt streckt. Dadurch, dass diese Wege so immens sind. Ich meine, es ist immerhin die größte Map. Okay, Friends, ich würde sagen, wir reiten einfach hin. Ich mache hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn wir da sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder am Start. Wir sind hier angekommen an der Rhodes Station. Und hier vorne können wir, denke ich mal, gleich unser Pferdchen anbinden. Ich wäre eben beinahe ausgeraubt worden, ohne Scheiß. Musste ich leider erschießen. Wo kann ich denn mein Pferd anbinden, Freunde? Hier vorne, da ist doch was. Hey there. Ja, ja, ist ja gut. Komm, kannst du das Ding da bitte anbinden? Du süßes kleines... Hallo? Ist nicht? Parkt da schon das andere Pferd, ja? Geht es vielleicht hier? Sag mal, warum kann... Ah! Nö, jetzt bin ich einfach abgestiegen. Ich möchte aber, dass das Pferd hier stehen bleibt. Verdammte Tat. Hallo? Da. Jetzt bindet das an. Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Na komm, einmal rumschwingen. Jawohl. So, und jetzt gehen wir mal zu Kollege Schnürschuh hier vorne rein. In diesen Bahnhof oder whatever it is. Hallo? Nee, okay, grüßen kann ich hier anscheinend nicht.
Ja, moin. Hello. Beamter. Hey, you there. A quick word. What can I do for you, sir? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight Billy. Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Warte, bis der Zug anhält. Okay. Hello. Moin. So, dann gehen wir schon mal auf den Bahnsteig. Wow, wie es aussieht, Alter. In den Zug steigen. In den Barwagen gehen, ne? Dann wollen wir noch mal gucken. Da hinten ist doch schon die Theke. Das sehe ich doch schon von hier. Guck mal, wie die alle aussehen. Ma'am oder Mister. Lol, wir fahren Zug. Mein Pferd steht doch noch hier. Billy Midnight. Mr. Midnight. Mr. Midnight. Mr. Midnight, listen. This won't take a moment. I just want to talk with you about your old days as a shootist. Get away from me. Hey. I didn't shoot him in his sleep. No one's saying that. I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way. Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me. Get away from me. Ah, verfolge Billy Midnight. Er spielt dann natürlich gleichzeitig auch noch den passenden Beat hier auf seinem Klavier. Geil. Aber habt ihr das gemerkt? Das hat sich hier komplett geil eingefügt in das ganze Gameplay. Ich liebe es. Wow. That was very close. Beruhig dich doch mal, Kollege. Halte R2 leicht gedrückt, um die Anzeige aufzufüllen. Wow. Wow. Ja, das war mir schon fast klar. Aber das sah geil aus, Mann. Ohne Scheiß. Wow, okay, okay. Mitten in den Kopf rein, alter Schwede. Mache eine Nahaufnahme. Nehmen Midnights Pistole. Tauschen oder was? Feuerrate. Mhm, nachladen. Fast 2, 2, 3, fast 3, 3. Gucken wir uns die nochmal an. Fast 2, 2. Oh, ist aber schlechter. Feuerrate ist ein bisschen höher. Okay. Aber schön, dass wir die aufgeworfen haben. Aufgehoben. Fotografieren. Alles klar. Okay, und jetzt? Jetzt bin ich hier auf dem scheiß Zug, oder was? Karte. Lass mal angucken, wo wir sind. Da. Wo fahren wir denn hin, Alter? Ich kann doch jetzt nicht vom Zug springen. Wir fahren... Wo geht denn die Zugstrecke lang? Hier, hier. Vielleicht halten wir hier nochmal in Saint irgendwas und dann müssten wir aber hier hochfahren. Eventuell. Ich bleib nochmal ein bisschen auf dem Zug. Vielleicht kann ich ja zurückspringen. Lol, hier ist mein Pferd. Da habe ich den Button zu spät gesehen. Genial, Freunde, genial. Jetzt muss ich allerdings wieder vom Pferd runter und in meinen Taschen nachgucken, weil wir haben Foto von Billy Midnight haben wir schon. Flaco Hernandez. Dann machen wir das Ganze mal umdrehen und drehen es wieder um und dann haben wir den bekannten Ort auf der Karte. Dann gucken wir uns die Karte an und dann werden wir feststellen, dass der Typ
Yo. Da ganz oben ist. Okay, Friends, dann war es das erstmal hier von dieser Stelle. Wir sehen uns morgen wieder. Dann habe ich die Reise in Anführungszeichen übersprungen und wir starten wieder kurz davor. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüssikowski.